Welche Konsequenzen, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, aber welche Konsequenzen hat es dann für Sie persönlich, der Mauerbau? Sie haben schon gesagt, Sie konnten nicht mehr in den Ostteil reisen, aber was war so für den Westberliner, der Sie ja dann auch waren, persönlich spürbar? Die Stadt war noch stärker eingegrenzt, wobei zu meinem Lebenslauf gehört, ich bin ja eben in den Kriegsjahren geboren, Nachkriegsjahren aufgewachsen, die Arbeitslosigkeit der 50er Jahre, die deutsche Teilung, das ist für meine Sozialisation und auch mein späteres politisches Arbeiten, die Grundsätze, die ich verfolgt habe, doch von ganz entscheidender Bedeutung gewesen. Aber unmittelbar nach dem Bau der Mauer war die Empörung bei den Berlinern, der Protest, Versuch, wie kann man Protest demonstrieren, auch ganz wichtig. Es gab ja dann die Boykottmaßnahmen, beispielsweise gegenüber der S-Bahn. Für mich war selbstverständlich, dass ich mich daran beteiligt habe, auch wenn es zu Unbequemlichkeiten insgesamt führte. Und es waren auch die Diskussionen und Entwicklungen an der Freien Universität, beispielsweise der Aufruf, dass möglichst viele aus dem Westen Deutschlands wenigstens für ein Semester nach Berlin kommen sollten. Das hat die Arbeit, die Atmosphäre, die mit dem Bau der Mauer und mit der Einflussnahme der anderen Seite auf politische Entwicklung, den Versuch der Einflussnahme auf politische Entwicklung im Westen der Stadt zu tun hatte, das war damals ganz entscheidend.